Oh, mit der Wachen hat das Ding Drache. Das ist natürlich interessant. Wen machen wir? Ja, das ist. Ich weiß nicht, ich bin gerade noch so ein bisschen durch den Wind. ich würde sagen, wir machen erstmal die. Wenn wir jetzt zu 14, dann machen wir halt die zwei Höhlenzinnogre noch. Die sind wir im Dorn im Auge. Auch wenn es keine tolle Sache wird, aber jetzt sind wir zu viert. Wird schon passen. Dann haben wir nämlich da diese normalen Quests durch. Das ist mir ja immer so ein bisschen Anliegen. Und ja, damit wären wir, glaube ich, größtenteils so ein bisschen durch fast schon. Tiefseelagi, kommen wir ja sicherlich auch noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Schalte ich jetzt noch neue Quests im G3 frei? Beziehungsweise, womit schalte ich die jetzt frei? Gibt es bloß noch neue Quests, die ich mit Jägerin freischalte oder gibt es jetzt nochmal im G3 eine dringende Quest? Mit Jägerin 80. Guck bei 8, was? Ja, da gibt es jetzt einige neue Monster, beziehungsweise gibt es ja größtenteils bloß so zwei Viecher und sowas. Aber Jägerin 100 solltest du alle haben. Okay, ja gut, dann können wir mal den Tiefseelagi machen. Das ist, ja, können wir machen. Habe ich auch kein Problem damit. Das ist jetzt allgemein mehr so eine Art. Also, es gibt jetzt theoretisch keine Story mehr, sondern ich schalte jetzt bloß noch mit Jägerrängen Sachen frei. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil dann ist jetzt wirklich, dann ist jetzt wirklich vorbei so ein bisschen, sage ich mal. Also, ich werde das Let's Play jetzt nicht beenden, keine Sorge. Aber dann, ja, keine Ahnung, da macht es keinen Sinn mehr, alle Quests abzuschließen, wenn man dann eh nichts mehr Neues freischaltet. Deswegen, ja, können wir jetzt theoretisch alles machen, was wir gerne machen wollen. Ich würde ja ganz gerne nochmal alle Quests komplett abschließen. Das wäre ja mir so ein bisschen ein Wunsch. Ob das funktionieren wird, ist natürlich die andere Sache. Ja, aber dann, wie gesagt. Ja, wie gesagt, das ist. Da bin ich ganz, ganz entspannt. Da können wir noch einige Quests machen. Habe ich kein Problem. Jetzt erstmal so ein paar neue Monster gefallen mir. Den Tiefseelagiakus will ich auf jeden Fall ja noch machen. Dann Gold und Silber natürlich definitiv noch. Was gibt es noch? Mondlicht-Nagakuga. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die dann neu wären? Ich glaube gar nicht. Das wären dann, glaube ich, schon alle Unterarten, die ich noch machen müsste. Aber die auf jeden Fall noch. Ich gehe mal davon aus, dass er, ja, dass er eine Feuerschwäche haben wird. Oh, stimmt, den Hollowed Yenmoran. Den würde ich auch gerne noch machen. Ja, Gold und Silber, das hat ja jeder. Das schaltet man ja, glaube ich, einfach so frei. Ach so, noch nie gemacht. Das, okay. Das wird dann natürlich auch eine Premiere für dich. Ich weiß noch aus Unite, dass die relativ krass waren. Werden sie jetzt wahrscheinlich immer noch sein. Aber ja. Werden wir dann auch noch sehen. Das ist der Jägerin. Ach, guck mal. Erhöht die Anzahl der Jägerin-Punkte. Ja, gut, okay. Ist jetzt zwar nicht so spannend, aber trotzdem, dass man das jetzt bekommt, ist interessant. Ja, gut, dann nehme ich halt das. Tja, tja, tja. Ich bin gerade eben noch so ein bisschen geflasht, dass wir das jetzt tatsächlich heute durchgezogen haben. Vor allem bei einer Aufnahme, die ich eigentlich dachte, die zum Scheitern verurteilt wäre. den Heiligen jagen. Das können wir theoretisch auch machen. Also, ja, können wir machen. Das, wie gesagt, ist jetzt gerade so ein bisschen offen. Ich bin mir gerade selber noch komplett uneinig, was wir machen, aber ich würde behaupten, alles, was ihr wollt, so ein bisschen. Ja, dass der cool aussieht, ist, glaube ich. Also, machen wir den noch danach und dann, ja, wird es wahrscheinlich auch schon Szene sein. Dann, guck mal auf meinen Angriff. Das ist schlimm mit dir. 1257 Angriff und 720 Feuer. Wow. Oh, wow. Krasse Sache. Das ist wahrscheinlich dann auch die Miralis-Waffe. Da will ich auf jeden Fall noch gucken, was ich da alles brauche. So ein Dings, so ein Drachenstein habe ich ja schon von ihm. Wird wahrscheinlich noch Kleinkram fehlen, aber der macht ja gut Feuerschaden auch. Deswegen muss ich da mal gucken. Allgemein muss ich jetzt gucken, oh mein Gott.
Gibt so viel zu tun jetzt. Ja. Gut, ich könnte vielleicht ein paar Megatränke mitnehmen. Ein paar Tränke und ein bisschen Honig. Ja, also wirklich, wie gesagt, es ging gerade alles irgendwie so schnell. Gerade eben waren wir noch irgendwie in G2 und haben versucht, da weiterzukommen. Und jetzt plopp. G3, alles fertig. Jägerrang 30. Schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Oh. Willkommen in der Mega-Elite. Okay, also auch noch nie gesehen. Das ist natürlich auch cool. Ja, ich weiß, dass ich schon angemeldet bin. Ich wollte eigentlich gucken. Ruinen. Ach, gerade jene Ruinen, wo man den CADOS erlegt? Das wäre natürlich cool. Nehmen. Was wollte ich jetzt nehmen? Achso, ich weiß, was ich nehmen wollte. Das da. Und vielleicht nochmal ein Fleischchen. Wobei, kann man dann überhaupt futtern? Ja, okay. Okay, jetzt geht's aber dann los. Dann erledigen wir jetzt den Unheils... Wie hieß er? Die neue Unterart halt vom Luggy. Der sieht ja mal echt cool aus. Vor allem mit diesen roten Augen. Ein bisschen arg... Tiefsee-Luggy, genau. Schon ein bisschen arg gruselig. Kein Intro. Ja gut, es ist kein CADOS. Oder kein Dings. Kein Drachenältester, ist ja immer noch bloß ein popliger Luggy. Jetzt halt in schwarz. Was ihn zwar schon sehr cool macht, aber... Ja, wie gesagt, Luggy bleibt Luggy. Aua. Ich hoffe nur, dass der jetzt... Oh, aber er hat eine andere Musik. Oh, das ist halt die Musik aus den Ruinen. Anzunehmen. Oh Gott, Wasserwirbel. Ist die popelig. Ja, das werden wir noch sehen. Okay, also es ist auf jeden Fall mal so eine Art Sandbarrow, zumindest mit den Wirbeln, wobei die nicht bleiben. Ja, oh gut, okay. Das ist in Ordnung. Der ist gestört, okay. Dann ist halt ein gestörter Luggy. Aber wie gesagt, der sieht vom Design her ist auch wieder sehr, sehr cool. Und da ich nicht davon ausgehe, dass er hier irgendwo an Land gehen wird, wird das natürlich eine dementsprechend anstrengende Quest. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen. Okay. Egal, was wir kaputt gemacht haben, es hat ein bisschen aufgehalten. Finde ich schön. Ah, ja. Diese Wirbel schon mal unangenehm. Ich wurde zwar noch nie wirklich davon getroffen, aber trotzdem. Ach so, ja. So viel zu dem Wasser. Ich hoffe, du hast nicht die Rüstung genommen, wo keine gute Wasserabwehr hat. Da war ja was. Okay. Wer pinkt? Wo pinkt? Ich sagte, der ist gestört. Ja, so ein bisschen Whirlpool-Action. Macht das Ding jetzt nur nicht... Ach, man kann hier den Drachensperr benutzen? Na, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Ja. Es gibt einen Glitch. Ja, es gibt immer einen Glitch irgendwie, habe ich das Gefühl. Hoch, wo bin ich denn? Wo bin ich und wo seid ihr? Da oben. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren, wo der Drachensperr ist. Ich hoffe mal hier oben. Was war das? Achso, jetzt, hä? Achso, da drüben. Ach, ich habe den Drachensperr verpasst. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Wups. Okay, gut. Also wir haben mit dem Drachensperr getroffen. Das ist natürlich interessant, dass es geht. Dann gehe ich mal davon aus, dass er auch dementsprechend viel Leben haben wird. Einfach bloß aus dem Grund, weil man einen Drachensperr benutzen kann. Ansonsten wäre es ja schon ein bisschen arg popelig.
den mit dem Drachenspeer umzuhauen. Ja, ich bin mal gespannt. Auf das Vieh, ob es auch noch mehr kann, weil... Ja, er ist auf jeden Fall schon krass, muss man sagen. Und ganz cool definitiv, aber... Er macht jetzt auch nur nicht das, wo ich sagen würde, oh mein Gott. Komm nicht mit Blau durch. Wodurch? Weil ich komme normalerweise schon durch, vielleicht durch den Kopf nicht. Und du merkst jetzt bloß nicht mehr, dass ich durchkomme. Aua. Na. Okay, da nochmal. Ich glaube, er hört auch gar nicht mehr auf mit seinem Dings, mit seinen Schockern. Oder wir haben gerade einfach bloß Glück, Pech, wie auch immer. Oh. Dass er gerade keine Entladung macht. Na, wo bist du hin? Da bist du hin. Ich hasse den Angriff vom Lagiakros, vor allem, weil man unter Wasser nicht wegkommt. Für die Rüstung von dem will ich gar nicht drüber nachdenken, was man alles braucht. Das wird nämlich viel zu lange dauern. Ja, dachte ich mir. Das wird treffen. Glück gehabt. Ah, toll. Vom Dings noch getroffen. Habe ich denn noch... Achso, ich habe noch 0 Bären vom Miralis, weil ich bei dem ja keine gebraucht habe. Da war ja was. Oh, da fällt mir ein. Ich habe meine Buffs gar nicht geschluckt. Whoops. So, jetzt aber. Ja, war jetzt natürlich ein blöder Zeitpunkt, das zu machen, aber naja. Lieber so als... Oh, wo wir gerade von Entladung sprechen oder gesprochen haben. Glück gehabt. Ich bräuchte mal dringend ein bisschen Luft. Schnell nach unten. Das ist so blöd hier. Ich hoffe, es verfolgt kein großer, böser Lagiakros. Okay. Wieder ein bisschen Luft getankt. Und weiter geht die Hatz. Hier? Was ist hier? Was gibt's da zu finden? Ach so, Mini-O2-Vorrat. Ach so, gut, okay. Stimmt, den kann man mitnehmen. Hätte man auch so mitnehmen können. Habe ich aber vergessen. Gut. Aber wenn's den Aider gibt, passt die Sache, ja. Weiß ja, wie gesagt, auch überall immer diese Dings gibt, diese Blubberblasen, die man benutzen kann. Nein, schon wieder die Entladung. Ah. Okay, es gibt sogar die große. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er kann bloß die große, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder war das vorher nicht die große? Ach, keine Ahnung. Jetzt bleib mal stehen hier. Wir haben hier einige Dinge zu klären. Zum Beispiel die Tatsache, dass dass du doch schon ein bisschen arg krasser bist, zumindest vom Schaden, wenn man blöd umgekommen wird, das definitiv. Das sehe ich und verstehe ich. Aber ja, ich sag einfach gar nichts. Ich bin einfach ganz ruhig und mach mein Ding. Hau hier ein bisschen durch, hab jetzt mal ein bisschen Elan. Bekämpf dieses Monster mit seinen ganz tollen Whirlpools. Ach, die können einen toll umkombon. Das ist natürlich eine super... Kaum erholt vom Whirlpool und dann schon drauf. Ja, das ist natürlich eine tolle Kombo. Schön. Also das Vieh ist an sich nicht krass, es ist oder auch nicht gestört. Es ist einfach bloß dämlich von seinen Kombos her. So muss man sagen. Weil man da sehr, sehr schlecht rauskommt. Ja, das war einfach vom ursprünglichen Whirlpool getroffen, dann nochmal von dem nachgehenden getroffen, also von diesen kleineren, die dann rauskommen, und dann nochmal von ihm weggeschockt. Das, glaube ich, überlebt keiner. Jetzt der Heilige. Wird nur besser. Können wir machen, wie gesagt, wie ihr wollt. Heilige wird wahrscheinlich auch eine Drachenschwäche haben.
wechsle ich wieder mein Schwert. Dann machen wir wenigstens den. Vielleicht packen wir dann wenigstens auch den. Was? Feuerschwäche? Echt? Okay, gut. Dann behalte ich meine Feuerwaffe. Ich dachte, der hätte jetzt wieder eine Drachenschwäche. Achso, halt, ich muss annehmen. Da war ja was. Festival im Sandmeer. Probieren wir den. Vielleicht funktioniert der ja besser. So. 3DS-Code, der ist gerade ein bisschen blöd. Das gibt Verteidigung hoch. Will ich eigentlich nicht zwingend. Den Forscher, Scharfschütze, Walze, Waldmann. Ja, bringt ja eh nichts. Nehmen wir halt das. Okay, gut. Dann probieren wir es jetzt mit dem nächsten Vieh. Nachdem der Tiefseeler-Geagros nicht ganz so gut funktioniert hat, kommt jetzt das Festival im Sandmeer. Und zwar natürlich der... der Dingenschen Moran, der Hallowed heißt er, glaube ich, in Dings, oder Hallowed, glaube ich eher. Der neue Yen Moran halt. Questinfo. Achso, steht auch bloß so da. Bloß mit H. Zumindest der blaue halt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie der aussieht. Ich höre ihn doch schon. Hallöchen. Ach, cool. Der hat einen kompletten Kristallrücken. Das ist cool. Slow Motion. Wie herrlich bescheuert. Ja, dachte ich mir halber. Und da kommt er ganz gemütlich ran. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie von unserer Zeit abgehen würde oder sowas. Ich vermute dann einfach mal, dass wir ihn trotzdem... Oh, sehr schön. Das waren richtig gute Ballistenbänder. Dass wir ihn trotzdem wahrscheinlich noch gut erledigen können. Auch interessant, dass er gleich so kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Teil des Tricks ist. Das arme Vieh. Es fliegen hier bloß noch Geschosse von überall. Jemand muss die Peter informieren. Das ist doch Tierquälerei hier. Oh, guck mal. So draufspringen, das ist mutig. Der ist ein bisschen arg weit draußen, habe ich das Gefühl. Na gut. Wo kann man denn? Ach, hier kann man. Den Trick fand ich schon ziemlich cool. So. Wie immer einfach drauf. Das ist ja... Und das ist halt so ein typischer Drachenältester, wenn es ums Hoch, wenn es ums Verteidigen geht. Der sieht total cool aus. Wie gesagt, vor allem halt mit diesem Kristallrücken. Sehr, sehr cool. Ja, aber das ist halt so ein typischer Drachenältester, wo man irgendwas verteidigen muss, der halt nicht zwingend so viel macht dann an manchen Stellen und man halt einfach draufhauen kann. Und da war der Miralis halt ähnlich. Nur, ja, hat der nichts angegriffen. Entschuldigung übrigens. Das war also dahingehend schon ein bisschen merkwürdig. Nochmal Entschuldigung. Ein seltenes Material im Kopf. Achso, zum Abbauen. Okay. Ja, allgemein kann man hier, glaube ich, seltene Erze farmen, ne? Müsste man theoretisch mal, ja... Stimmt, Spitzhacken gibt es ja auch unten. Ich bin doof, ja, ich hab... Oder kann man das einfach so mitnehmen? Ah, ne, kann man abbauen. Gut, ich habe gerade keine Spitzhacke dabei. Oh, Ballistenbinde schon wieder, krass. Ach, das tat weh. Ja gut, okay, jetzt kann ich mir eine Spitzhacke holen, aber ich habe das Gefühl, ich werde nicht mehr so schnell auf seinen Kopf kommen. Ich weiß auch nicht, woran ich das...
bemerke, okay, Jagdgong wieder, sehr schön. Na, komm schon. Aber bist ja schon ein sehr cooles Monster. Ist halt nochmal ein cool aussehender Yen Moran. Schön, schön. Achso, ich habe ein paar erste Hilfe mitgenommen. Stimmt, die kann ich auch erstmal schlucken. Ich glaube, ich habe auch... Habe ich kleine Wettsteine mit? Ja, wieso? Das ist nun wirklich nicht... Na gut, okay, solange ich noch Platz habe. So, nehme ich mal die alte Spitzhacke mit. Vielleicht komme ich ja nochmal auf seinen Kopf. Na gut, im Moment nicht. Der hat eine Mega-Attacke beim... jetzt erstmal die Frage, wo ist er denn? Letzten Showdown, okay. Wo ist der... Oh, hi, da ist er. Ihr gebt jetzt mal Ruhe. Oh. Oh, Megaspitzhacke, danke schön. Ah, aua, natürlich. Doof. So. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, wie gesagt, auch auf den letzten Showdown. Das wird noch eine sehr interessante Sache. Gefällt mir jetzt aber schon mal sehr, sehr gut, das Monster. Auch vom Aussehen halt. Also diese ganzen paar letzten Monster. Vom Aussehen alle sehr cool gemacht. Okay, der Ballistenbinder wieder. Die Fassbomben haben, glaube ich, gar nichts gebracht. Wenn ich es richtig gesehen habe. Leider. Oh, Entschuldigung. Ja. Oh je. Ich wollte eigentlich wegspringen. Hat ja nicht so gut funktioniert. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Oh, man kann nochmal drauf. Gut. Kann ich da nochmal ein bisschen farmen? Ich sollte vielleicht nicht vor einer Kanone stehen, die ständig abgefeuert wird. Ich habe gehört, das soll ungesund sein. Seltenes Material am Kopf. Dann hacken wir hier mal am Kopf rum. Ach, da gibt's sogar Yen Moran Sachen. Ah ja. Oh, Steinhaut. Da, das da weg. Achso, das war's schon. Bis zweimal. Uah! Mach doch nicht so einen Scheiß. Ach, da ist er schon gebrochen. Okay. Achso, deswegen wahrscheinlich. Cool, cool. Uah, cool, cool. Dann kann man hier nochmal kurz ein bisschen... Na toll, nichts gefunden. Ja, okay, ich verstehe schon. So, und da nochmal drauf. Ja gut, 5 Minuten erst rum. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also natürlich habe ich keine Ahnung, wie viel Schaden wir ihm gemacht haben, aber... So an sich, von der Zeit her geht's ja jetzt noch. Ballistenbinde wieder einsatzbereit. Bin ich halt nur mal echt gespannt, wie das mit dem... Ja, nein, nicht runterfallen. Bin ich echt mal nur gespannt, wie das mit dem Links laufen wird, mit dem letzten Showdown. Da habe ich ja echt noch ein bisschen Panik davor. Okay. Entschuldigung. Der ist nochmal kaputt. Gleich draufbleiben. Ich versuche mein Bestes. Wenn ich's... Hat nicht funktioniert. Okay. Na komm, wieder rauf. Ah je. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen auffüllen und dann kann es weitergehen. Das da und das da. Achso, danke schön. Dornspiel macht Naruto, okay. Habe ich kein Problem damit. Wenn ihr das Timing da... Oh!
Ich wollte gerade zum... Ich weiß gar nicht, ob der Jakun bereit gewesen wäre, aber naja, gut. Ich glaube, es hat auch so funktioniert. Oh, tut es auch Schaden machen? Ich hoffe nicht. Ja, nicht zwingend. Ich sehe gerade bloß noch Yen Moran. Meine Güte, hör auf damit. Hör auf, in unserem Schiff zu glitschen. Sowas tut man nicht. Okay. Ich sollte mal ganz dringend ein bisschen wetzen. Bin mal gespannt, ob der jetzt ein neues Timing hat oder ob es einfach bloß so eine Vorsichtsmaßnahme ist. Nein, Resius, du darfst keine Drachensperre mehr benutzen. Nach deinem Fail mit dem Mirales-Drachensperr. Tut mir leid. Und jetzt, genau. Ja. Selbes Timing, also von dem her. Das glaube ich dir schon, dass es unbeabsichtigt ist. Oder war. Nur bei dem ist leicht wichtiger, dass der Drachenspeer trifft. Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne das Timing von Drachenspeer hier auch ganz gut und ich hätte es sicherlich auch wieder hinbekommen. Aber... Oh, das sah aus, als wäre es zu früh gewesen, war es aber scheinbar nicht. Gut. Ich warte mal auf diesen... Du kannst nicht mehr Objekte tragen, ja, das ist ja herrlich. Was für ein Schweiß, für ein Scheiß schmeiße ich jetzt weg? So, wollte ich sagen. Verschieben, ablegen. Ja. Was war das jetzt? Was war von... Ach, irgendwas ist sicherlich bereit. Macht der auch mal irgendwas, oder... Ja, wie cool sei das denn? Irgendwie komplett komisch gerade. Da nochmal ein bisschen anpieksen. Okay. Kann man jetzt drauf? Es wird kein netter Pfeil angezeigt. Ja, toll. Super. Gerade wo ich drauf wollte. Dankeschön, Yen Moran. Ich verstehe schon. Na, komm, schon. Wie sieht's denn gerade eigentlich mit unserem Dings aus? Na toll, schon normal. Na, ich hoffe mal, dass wir das packen. Runtergesprungen. Ja, nein, jetzt schubst er mich schon wieder runter. Gibt's so nicht. Drecksack, Moran. Das... Ah! Mann! Na? Auch beim Sandkriechen? Ah, so. Und das nochmal. Meine Güte. Okay, und wieder hoch. Jetzt springe ich halt nicht mehr auf ihn drauf, wenn du mich nicht mehr drauf lässt. Hau ich hier halt ein bisschen drauf. Ja, genau. Wird schon passen. Ah. Danke. Darauf falle ich jetzt nicht nochmal rein. Halt! Stehen geblieben! Ah, schade. Dann halt wieder ans Kanonen feuern. Wobei das gar nicht funktionieren wird. Nein. Oh, gerade noch eine Song getroffen. Das war ein guter Treffer. Resius ist versunken. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Und reicht das? Ah, schade. Bisschen zu spät. Okay. 10 Minuten um. Jo. Sehr schön. Ja, schubst du mich hier nicht runter. Okay. Ja, passiert mal, wenn ein Glitch drauf bleibt. Oder hochkommt. Okay.
Jo. Jetzt ist die Frage, was macht er jetzt? Geht's jetzt dann bald schon in den finalen Showdown? Ich glaube fast schon. Stand ja kein Pfeil, ja. Und weiter drauf. Ja, so an sich gesehen ist halt diese Phase dann immer ein bisschen blöd bei mir in Moran, wenn man halt einfach bloß wartet, bis er irgendwas tut. Achso, hab ich doch gesagt, dass er gleich beginnt. Ja gut. Ja, oh, ich wollte gerade noch was essen. Oh je, jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie erst jetzt laufen wird. Okay. Was? Oh, das ist keine gute Sache, wenn du dich nicht bewegen kannst. Das ist, ja, genau wie damals. Oh je. Das ist aber ein ganz schlechter Zeitpunkt. Tu was, mach was. Aua. Tja. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das Problem löst. Oder lösen kann. Ist schon. Ah, okay. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder wie? Jetzt geht's wieder. Oder wieso steht ihr alle da hinten noch? Achso. Du siehst mit dem Links. Ah, okay. Ich verstehe. Ihr habt Beistand geleistet. Aua. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Was wollte ich nur machen? Achso, genau. Wettsteine. Da war ja was. Okay, und jetzt einfach versuchen, so lange wie möglich hier hinten zu halten. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn töten können. Da fehlt mir leider die Experteneinschätzung dazu. Wie viel Schaden wir ihm jetzt schon gemacht haben und wie, naja, wie gut es allgemein funktioniert. Ich vermute zwar einfach mal nicht, aber ich bleibe gespannt. Wie sieht denn unser Schiff bisher aus? Normal, ja. Okay, aua. Meine Güte, dieser Schaden, den er auch macht. Der kann schon echt was. Halt, kombinieren. Jetzt bitte nicht mich töten. Honig, danke. Okay. Und gleich mal ein bisschen hochheilen hier. Mann, Mann, Mann. Okay. Nicht so schnell, mein Dicker. Ich habe da noch ein Wörtchen zu reden. Okay. Ja gut, einer beim Schiff ist nie verkehrt. Ja, vor allem mit mehr Leuten. Ja, du auch. Okay, dann sind zwei Leute beim Schiff nie verkehrt. Ich bleib mal bei ihm und versuche ihn ein bisschen zurückzudrängen. Das hat zumindest bei mir immer ganz gut funktioniert. Gut, ich lasse dir deinen Speer. Kein Problem. Huch, wo ist dein Fuß hin? Was passiert hier? Hä? Das war merkwürdig. Achso, wegen der Kamera, weil die da so komisch rum... Und damit beginnt die coole Musik. Die legendäre Monsterhunter-Musik, sehr schön. Jetzt kommt die Mega-Attacke, ja gut. Die haben wir ja gerade so ein bisschen unterbrochen. Okay, dann ist die Seite auf jeden Fall mal kaputt. Zumindest so, wie es geklungen hat. Schade eigentlich, weil ich hätte gern mal gesehen, wie die aussieht. War das der Jagdgong? Ja, vielleicht. Ja, aber wenn... Ich denke fast schon ein bisschen zu früh, oder? Keine Ahnung. Na, schauen wir mal. Jetzt würde er doch schnell wieder vormarschieren.
Ich dachte, Jakong wäre besser, wenn er den Dings, den aufgeblasenen Angriff macht. Weil er dann umkippt. Ah, jetzt ist gebrochen. Okay. Schön, schön. Und einfach weiter drauf. Ah, das ist ein toller Kampf auf jeden Fall gegen Yen Moran. Vor allem zu viert ist halt cool, weil man, da kann man sich wirklich ganz gut absprechen, wer was macht. Gerade das eine für den Jagd, für den Speereinsatz bereit ist oder sowas. Zwei beim Schiff bleiben oder so. Das ist also von dem her schon ganz cool eigentlich. Da ist er. Da ist was. Der ultimative Angriff oder wie? Weil dann haben wir den schon wieder unterbrochen. Können wir den vielleicht einmal durchlassen, damit ich ihn mal sehe? Also ich weiß, dass es unserem Schiff nicht gut tun wird, aber ihr sprecht die ganze Zeit von irgendeinem tollen Angriff, aber unterbrecht ihn die ganze Zeit. Okay. Gut, gut, gut. Er ist gerade noch weit weg. Das ist sehr schön. Er geht nochmal ein Stückchen weiter zurück. Sehr schön. Läuft alles gerade noch ziemlich gut. Verbleibende Zeit 10 Minuten. Er hat theoretisch das Schiff noch nicht einmal angekratzt. Oh. Oh. Das ging fix. Krass. Dass wir ihn so schnell umhauen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist er. Ja gut, damit haben wir den, oh, gleich mal einen Erddrachenstein. Schön. damit haben wir den, die, und einen Erddrachen-Saphir. Was geht denn jetzt? Nochmal eine Steinhaut, okay. Damit haben wir, die Unterart von Yen Moran gesehen. Und die auch erfolgreich getötet. Und das in einer ziemlich guten Zeit, würde ich sagen. Hat ja das Schiff nicht einmal angekratzt, wie gesagt. Theoretisch also in der Phase jetzt. Von dem her schon eigentlich ziemlich gut gelaufen, das Ganze. Nochmal ein Erddrachenstein, sehr schön. Göttlicher Reißzahn. Und war eine coole Quest. Sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, das Vieh. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Schön. So, mal sehen, was wir bekommen. Obere Siegel, göttlicher Reißzahn, eine Scherbe, Reißzahn, Vollschiene, okay, lauter von dem Zeug. Eine Scherbe und nochmal eine Vollschiene, okay. Oh, der Windfresser nochmal, ja, ist jetzt zwar nicht so gut, aber trotzdem ganz, ganz witzig, den zu haben. Teamanführer Schrot S hoch, nein. Oh, Hauptquest fertig. Gesamt 1700 Punkte, aktuelle Jägerrang 37. Schön. Geheiligte Scherbe. Haben wir nochmal eine Auszeichnung. Das lief ja heute richtig gut mit den Auszeichnungen. Schön, das gefällt mir alles ganz, ganz gut, wie es gerade läuft. Vor allem, dass wir gerade theoretisch so weit sind. Gefällt mir. Also, dass wir jetzt tatsächlich durchgekommen sind und dass wir jetzt da so ein bisschen freies Spiel haben. Erddrachen Saphir seltener als... Als was? Als alles? Ja, nein! Hätte mich gewundert, weil der Erddrachenstein bekommt. Den Erddrachenstein bekommt mir auch aus dem Normalen raus, wenn ich das richtig weiß. Ja, aber habe ich einfach mal zwei Drachensteine und ein Saphir rausbekommen. Also, bei den Viechern, wo ich es nicht brauche, habe ich das Glück, aber wenn ich dann mal zwei Hüllen für eine Rüstung brauche, dann brauche ich 20 Monster. Na, ist ja typisch. Zumindest, ich würde jetzt beenden. Können wir uns vielleicht alle nochmal hier treffen und winken? Wäre sehr nett. Schicksal, ja. Vielleicht muss ich mir einfach eine Yen Moran-Rüstung machen. So, winken. Ich stehe gerade ein bisschen schepp. Ich stehe noch ein bisschen schepper. Ich hasse das Bewegen in Monster Hunter, ist präzise. So. Schön, was hast du noch geschrieben? Achso, Freundescode von 3DS verteilen. Ja, wie machen wir das? Das können wir theoretisch auch kurz nach der Aufnahme machen. Coole Rüstung. Dann
sieht es nicht theoretisch, jeder, der das Video sieht. Ja, gut. Zumindest Abmoderation dann. Also, es waren, war eine coole Runde auf jeden Fall. Vor allem, da ich nicht dachte, dass es überhaupt noch was wird, weil am Anfang keiner da war. Und deswegen haben wir schon viel erreicht. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Tri Ultimate. Wenn wir neue tolle Monster erleben. Also dann, ciao!